Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Mirror's Edge. Letztes Mal waren wir, wo waren wir überhaupt? Ja, das ist dann eine sehr gute Frage, die wir uns hier stellen können, während wir uns diesen netten Ladescreen begutachten. Und deswegen würde ich mal sagen, es geht auch los. Ah, genau, diese Stelle. Sehen wir uns halt mal noch einmal diesen kurzen Minifilm, Zwischensequenz, wie auch immer. Jackpot! Ich habe das Nervenzentrum gefunden. Könnte eine Art Trainingsraum sein. Drake. Wofür trainieren Sie sie denn? Als ob es in dieser Stadt noch irgendwas gäbe, was Sie noch nicht verboten oder besteuert haben. Was bleibt denn noch, hä? Wir. Merk, hol deine Waffe. Du weißt doch, dass ich sie immer bei mir habe. Wieso? Dieses Training, Merk. Dieses Projekt Icarus. Pirandello Kruger. Sie unterstützen nicht die Polizei. Sie werden trainiert, um uns zu jagen. Uns, die Runner. Alles okay da oben? Ruhig wie im Grab, nur ich, die Vögel und die beste Überwachungsausrüstung, die man auf dem Schwarzmarkt bekommt. Das ist der. Der? Der Typ vom Einkaufszentrum. Dieser weiße Anzug. Hab ihn am Deck eines Schiffs im Hafen gesehen. Hör zu, Fest, du hast genug getan. Im Moment scheinst du mitten in der Höhle des Löwen zu sein, also mach, dass du da rauskommst. Der Funk flippt aus, die Cops haben dich entdeckt, nichts wie raus. Verflucht! Okay. Damit hätten wir diese Zwischensequenz wohl oder übel beendet. Und sehen uns diesen merkwürdig umherjumpenden Cops gegenübergestellt. Ich habe jetzt nur noch kurz den Audio ein bisschen regeln müssen, deswegen bin ich jetzt kurz weggerannt. Ich versuche sie mal ein bisschen anzutouchen hier. Nee, geht nicht. Okay, sie wollen sich nicht berühren lassen von der lieben Fate, deswegen würde ich sagen, versuchen wir erstmal hier rauszufliehen. So, jetzt dürft ihr meine Stimme ziemlich angenehm hören können. Ich hoffe es zumindest. Und ich schätze mal, wir müssen hier uns irgendwie den Weg rausschlängeln und in die rot markierten Gegenden. In den rot markierten Gegenden ist immer eine gute Anlaufstelle, zumindest in diesem Let's Play. Und ich hoffe. Oh. Hallo? Kann ich sie nicht entwaffnen, Mister? Nein, kann ich nicht. Wow. Wow, ich will hier nicht. Okay, darüber. Aua. Das tut weh. Wenigstens halten Sie sich an die Regeln. Mädchen schlägt man nicht, man tritt sie nur. Nein, das stimmt natürlich nicht. Das ist dann Ihr Glaube, aber wie ich schon öfters in diesem Let's Play erwähnt habe, ein, zumindest meines Wissens nach, etwas verbreitet. Ist jetzt egal. Mit solchem Volksschul-Kinderzeugkram geben wir uns hier nämlich nicht ab, denn wir sind hier bei Knallert Action in Let's Play Mirror's Edge und deswegen fahren wir auch jetzt zur Knallert Aufzug und sehen uns zurzeit dieses Werbeplakat hier an, die sich schön an diese Wand hier schmiegen. Ja, jetzt haben wir schon langsam alle Werbeplakate durchgelesen, denn es gibt ja, wie ihr vielleicht auch schon bemerkt habt, nur eine Hand viele in diesem Spiel, zumindest meines Wissens nach. Ihr könnt sie euch hier durchlesen, hier wird es irgendwie langweilig, ich renne im Kreis. Oh mein Gott, ich werde verrückt in diesem Lift. Wow. So, wow. Oh nein. Nein, okay, dann wohl geradeaus. Los, über die Fenster, Fady! So, jetzt. Doch, doch, da raus. Okay, doch, da raus. Los, Fade, brich das Fenster ein. Nein, du sollst hier. Ja. Bist ja doch gute. So, rübergejumpt. Ich schätze mal, wir müssen hier den zum Dach rauf. Denn Fade ist ja meistens auf Dächern unterwegs. Hallo, ein Polizist. Endlich keine akrobatischen Polizisten mehr, sondern normale Polizisten, wollte ich sagen. Merk, sei nicht immer so nervig, unterbrich und unterbrich mich nicht mehr. Okay, da unten müssen wir also doch nicht mehr. Das könnte ein Weg raus sein. So, hier rauf. Dann hier rüber. Hier runter. Und hier rauf auf diese schöne Matte. Die natürlich ganz zufällig in der Gegend auf einem Dach mitten in der Großstadt steht. So, tut mir leid, dass ich deine Stimme immer übertöne, Merk, oder wie auch immer. Au, oh mein Gott, die akrobatischen
Zirkusleute aus China sind zurück. Oh, jetzt bin ich aber gestorben. Juhu. Nein, natürlich ist es kein Grund zum Feiern. Stell sofort ihre Sektflaschen in den Schrank. Liebe Leute, es ist kein Grund zum Feiern. Wenn ich sterbe hier. So, ich schätze, wir müssen irgendwie runter zum Zug. Achso, mitnehmen sollen wir uns. Juhu. Das geht ja schon mal gut los. So, versuchen wir es halt noch einmal. Hätte ja funktionieren können. Okay, ich hatte den Weg vergessen, Leute. Das kann ja schon mal vorkommen. Nein, sollte es eigentlich nicht. So, hier rauf fällt. Okay, ich soll mich mitnehmen lassen. Das tun wir doch gerne. Wahoo! Gute Arbeit. Ich werde versuchen, die Infos über Icarus zu verbreiten. Ich muss die anderen Runner warnen. Tu das. Ich nehme diesen Kerl mal vor. Okay, damit hätten wir wohl auch dieses Kapitel beendet. Und jetzt bin ich mal ruhig, denn jetzt folgt wieder eine formschöne Comic-Sequenz, in der sich Fate mit irgendwelchen Typen anlegt. Oder sie rennt. Nur blöd, in der Gegend rum. Naja. Oder sie sucht Merk auf, um ihn zu warnen, oder? Okay, das war ja eine schöne Zwischensequenz. Aber bitte stürm da nicht einfach rein, Kleine. Das ist Pops Mörder. Da draußen könnten noch mehr Cops sein. Es ist zu riskant, einfach zu Fuß zum Schiff zu gehen. Sie werden dich sehen. Es muss einen Weg geben, heimlich reinzukommen. Okay, anscheinend müssen wir jetzt ein Schiff infiltrieren, wie auch rechts oder links unten. Ich habe schon wieder vergessen, gestanden hat. Jetzt sind wir jetzt ja am Hafen gelandet. Und der Hafen ist bekanntlich ziemlich nahe den Docks, also dürften wir nicht allzu weit zu rennen gehabt haben. So, hier ist übrigens wieder ein formschönes Flugzeug, wie sich selbst in der Zukunft... Hört sich an, als könntest du blinder Passagier spielen, Faye. Schnell, bevor man weiterfährt. Hey, blinder Passagier spielen. Was ich gerade sagen wollte, die Flugzeuge haben sich anscheinend auch noch nicht weiterentwickelt, nicht mal in der Zukunft. Ich weiß nicht mal, in welchem Jahr Mirror's Edge spielen soll. Aber um das geht es hier jetzt auch nicht. Ich glaube nämlich, wir müssen hier rüber, aber nein. Das wäre reiner Selbstmord. Oder? Könnten wir auf das blaue Vordach? Ich glaube fast. Okay, das war nicht gerade... Okay, leicht übertriebene Selbsteinschätzung. Sehen wir hier wieder live bei Mirror's Edge. Okay, hier können wir anscheinend auch nicht runter. Eigentlich wollte ich ja eher auf diesen Ding hier. Auf diesen Ding ist gut. Und hier schwingen wir uns wieder an der Stange. Fake liebt ja die Stangen. Wow. So, müssen wir dann rein. Okay, darunter. Ah, wir müssen uns hier in den LKW schleichen und blinder Passagier spielen, wie der liebe Moi... Blub, er heißt nicht Merk, er heißt... doch, er heißt Merk. Wie uns der liebe Merk schon verraten hat, sollen wir uns nämlich jetzt in diesen Laster hier schleichen und ein bisschen blinder Passagier spielen. Ist ja auch mal eine Abwechslung vom ganzen Dachgekletterer, das wir denn sonst zu erleben. Was ist auf diesem Schiff? Keine Ahnung. Vielleicht Waffen. Könnte was mit diesem Projekt Icarus zu tun haben. Wenn du den Typ auf Deck gesehen hast, solltest du dich deine aufmachen. Sobald du deinen Killer gefunden hast, hol dir ein paar Antworten und sieh zu, dass du wegkommst. Da sind eine Menge Kopf, also bereite dich auf einen Kampf vor. Okay. Kampf vorbereiten. So, fahren wir ein bisschen mit. Übrigens scheint das japanische Schriftzeichen zu sein, da ich mich im Japanischen ein kleines, aber auch wirklich nur ein klitzekleines bisschen auskenne. Oh ja, ich habe wirklich mal den Irrglauben voll versucht, Japanisch beizubringen. Na gut, ich versuche es immer noch ein wenig, aber naja. Auf jeden Fall müssen das hier japanische Schriftzeichen sein, entziffern kann ich es euch nicht. Also, fragt in ein paar Jahren nochmal. In ein paar vielen Jahren. So, wir können uns hier ein bisschen rumbewegen, das ist immer schön, dass nicht die Ladezeiten auch gleichzeitig Stillstehzeiten sind. Leider können wir aber auch nicht springen oder nein, ducken oder sonstiges. Wir können eigentlich nur gehen. Oh. Okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt könnten wir es blindlustelmäßig schön von hinten auf den netten Typen einprügeln. Können wir aber nicht. Da sie uns leider schon bemerkt hatten. So, ich stelle mal den Sound ein bisschen leiser, denn wir schlussendlich... So, denn bei Schussgeräusch hört man mich ja nicht so gut. Wir sind ja nicht gerade leise. Boah,
wieder fast ohne Muni. Oh mein Gott, wie kann ich mir gute Munition hier einteilen? Da wir solche Schmiede-Experten sind, wie ich ja schon in... Oh, ich hasse eigentlich solche Kampfsequenzen. Ehrlich, Leute. Ich wusste schon, dass ein-, zweimal im Spiel vorkam, aber nicht gleich das halbe Spiel voll. Naja, egal. Ich dachte, hier wäre auch wieder bestanden. Okay, fast tot. Das ist aber nicht schön. Ah, schon wieder keine Moni hier. Ja, hallo, meine Freunde. Oh, wir haben hier eine Schrot. Flinte. Anscheinend. Okay, die ist von hier ran. Dann ist die besonders gut. Oh, Mann, effektiv, wenn sie nicht schon wieder leer wäre. Das ist natürlich auch schön. Schießen ja die ganz schön. So. Gut gemacht. Dann holen wir uns mal eine von diesen Waffen hier. Hier haben wir mehr Munition und wer schießt mich hier schon wieder ab? Mensch, wie ich das hasse hier. Leute. Au, au! Was fällt dir ein? Grobian. Wisst ihr, wir müssen hier uns auch ein bisschen unsere Rolle als Frau vertreten. Ein bisschen rumzicken, okay. Als Mann könnte man natürlich auch rumzicken, wenn man angeschossen wird. Sollte man auch die Freiheit haben, sich zu beschweren, wenn man angeschossen wird, ehrlich gesagt. So, gib deine Waffe her, verdammter Mann. Das ist ja wieder schön. Natürlich sind wir gestorben, wie ich schon gesagt habe. Shooter und ich vertragen es einfach nicht. Und das ist der Reim. Ist das nicht fein? Und jetzt geht die Tür hoffentlich bald auf, denn ich will hier raus. Nicht wieder Japanisch lernen. Jo, ich kann mich sogar ducken. Wenn ich sie aufbreche. Oh. Okay, jetzt versuchen wir ihn aber von hinten zu überraschen. Buh! So, jetzt stürmen wir wild, wie wir sind, vor. Jetzt lasse ich mich nicht mehr auf die alte Nummer ein. Nein, du bist ja schon fast leer. Die Waffe habe ich rein. Und warum lege ich die jetzt weg? Das ist natürlich noch schöner. So, diese Waffe hier, was ist das? Das ist eine Schrotflinte, oder? Schrotflinte. Voll in die Genitalien, wie manche von euch behaupten dürften, in diesem Moment. Aber wir sind hier eine Frau, wir sind hier gehobenere Standards hier. Wir haben nicht solche kindischen Ausdrücke wie das Penis, wie es sich gehört, nicht genital. So in der Art. Uhu, ein MG. Wenn wir wieder mal zum Spiel zurückkehren und meine blöden Meldungen übersehen würden. Ich komme mir ja schon vor wie in Battlefield und Call of Duty. Call of Duty natürlich, nicht Call of Duty. Oder Counter-Strike oder wie auch immer. Aber hier scheinen zum Glück keine Feinde mehr zu sein. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Oh, darauf. Ah. Jo, gegen deine Feinde kämpfe ich jetzt nicht, doch wenn ich sie schon von hinten gehört habe. Aber das ist mir jetzt sowas von egal. Nein, ich will nicht nochmal die Schießerstelle. Ja, die Shooter, First Person, wie auch immer ihr es nennen wollt, Stelle. Bam. Hey, wir sind richtig gut. Bam. Bam. Tot. Das ist ja wieder gut. Tut mir leid, das ist wahrscheinlich langweilig für euch. Geht auf Tür, wollte ich sagen.